Mensch, wie naiv sind wir denn? Jetzt tun wir doch bitte nicht so, als überrasche uns das. Diese Technik zeigt uns die Hamas doch schon seit Jahren in ihrem Vernichtungsfeldzug gegen Israel. Sie nutzen Kinder als lebendige Schutzschilder, feuern Raketen aus Kindergärten und Schulen ab, damit dort hinein zurückgeschossen wird, damit die Welt sehen möge, wie grausam die israelische Armee sei. Wir haben es auch hier in Europa gesehen, im September in Ungarn beim Angriff an der Grenze zu Serbien. Auch da haben skrupellose Invasoren nicht gezögert, ihre Kinder über den NATO-Drahtzaun zu werfen, um sich den Weg auf ungarisches Territorium und damit den Weg nach Germany frei zu erpressen. Sie instrumentalisieren die Kindertränen. Sie sorgen selber dafür, dass Kinder weinen und wir moralisch weich und wehrlos werden. Ja, ein weinendes Kind zu sehen, ist ein Stich ins Herz. Es tut uns in der Seele weh. Doch mal ganz provokant gefragt, glauben wir ernsthaft, diesen Kampf gegen eins und uns überrollenden, verrohten Islam ohne Kindertränen gewinnen zu können? Und noch eine Frage, welche Kindertränen sind uns eigentlich wichtiger? Welche sind uns näher? Die heimlichen Tränen unserer Söhne, die von muslimischen Gleichaltrigen auf Schulhöfen gemobbt, gedemütigt und erniedrigt werden, die artig und devot ihr Smartphone und ihre Markenklamotten abgeben müssen, die nicht mal mehr von den Lehrern geschützt werden können, oder die Tränen unserer Mädchen, unserer Töchter, die in Schwimmbädern bedrängt, begrapscht oder sogar gewalttätig zu sexuellen Handlungen gezwungen werden? Interessieren die Kindertränen eigentlich auch bei der anstehenden Legalisierung der Kinderehe? Oder berühren sie uns nicht, weil sie im Verborgenen geweint werden? Wenn sie 10-jährige Mädchen vergießen, die von alten Muslimen geheiratet werden? Liebe Leute, glauben wir ernsthaft, der Widerstand gegen die Asylkatastrophe und die damit verbundene Turbo-Islamisierung unseres Landes wird ein Spaziergang? Nein, das ist naiv. Und wenn wir es ernst meinen, werden wir ganz sicher nicht dem vom Meinungsdiktat geforderten Moral.